Ich eröffne die Sitzung. Ich teile Ihnen mit, dass der Ältestenrat soeben beraten hat über die Vorgänge, die wir heute Morgen in der Debatte hatten. Dazu will ich Ihnen aus meiner Sicht Folgendes mitteilen. Erstens. Das ist im Übrigen auch von allen festgestellt worden in der Sitzung des Ältestenrats, dass das Präsidium sich völlig korrekt verhalten hat in der Verhandlungsführung heute Vormittag. Zweitens bin ich nach all dem, was ich gehört habe, nach wie vor der Meinung, dass wir uns bei dieser Abstimmung im Tagesordnungspunkt 39 befunden haben, da der Haushalt insgesamt noch nicht überwiesen war zur Vorbereitung der dritten Lesung an den Haushaltsausschuss. Drittens. Die Vertreter von CDU und GRÜNEN haben im Ältestenrat erklärt, dass sie sich im Irrtum befunden haben über den Inhalt der Abstimmung. Das ist für mich die Möglichkeit und auch die Begründung, zu sagen, dass ich entscheide, dass die Abstimmung über diesen Antrag wiederholt wird. Es wird jetzt sicherlich eine Geschäftsordnungsdebatte geben. Die ist ja schon angekündigt worden. Der Kollege Günter Rudolph hat das Wort. 5 Minuten Geschäftsordnung. Günter Rudolph, dann die Angela Dorn. Also Günter Rudolph, dann war es der Hermann Schaus, dann die Angela Dorn, dann der Holger Bellino. Und dann der Jürgen Lenders. Hast du dich auch gemeldet? Und dann der Jürgen Lenders. So, bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben es in der Tat mit einem sehr bemerkenswerten Vorgang zu tun. Der amtierende Präsident, Herr Lorz, hat heute Morgen aufgerufen, nach den gestrigen Beratungen der Einzelpläne, kann man im Protokoll nachlesen, können wir jetzt zu den Abstimmungen kommen. Ich möchte darauf hinweisen, dass wir natürlich noch über die gemeinsam mit den Einzelplänen aufgerufenen Tagesordnungspunkte ebenfalls abstimmen werden. Zur Erinnerung, gestern zu dem Einzelplan 03 wurde der Antrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache 19/5766 aufgerufen. Und deswegen war das Abstimmungsprozedere bekannt. Das war jetzt keine überschnelle Aktion des amtierenden Präsidenten, der in der Tat mit den Kolleginnen und Kollegen die Sitzungsleitung völlig korrekt und auch das Abstimmungsprozedere dargelegt hat. Das heißt dann weiter, nachdem wir über den Einzelplan 01 und 02 abgestimmt haben, kam der Einzelplan 03, dafür CDU, Bündnis 90, die GRÜNEN, dagegen das übrige Haus. Dann ist das so beschlossen. Wir haben außerdem abzustimmen, so wörtlich im Protokoll, über den Tagesordnungspunkt 90, diesen Antrag der Fraktion der LINKEN. Und, meine Damen und Herren, das ist und bleibt ein eigenständiger Tagesordnungspunkt auf der Plenarsitzung des Hessischen Landtages. Darauf legen wir Wert, weil das durchaus relevant ist. Über diesen Antrag wurde wie folgt abgestimmt. Protokoll. Frage des amtierenden Präsidenten. Wer ist dafür? CDU, SPD, Bündnis 90, die GRÜNEN, DIE LINKE und Frau Öztürk. Wer ist dagegen? Die FDP. Dann ist das so beschlossen. Dieses Abstimmungsverhalten wurde korrekt wiedergegeben. Dann ging es weiter in den Abstimmungen. Minuten später sagt Frau Dorn für die GRÜNEN, wir bitten, über den Tagesordnungspunkt 90 noch einmal abstimmen zu lassen. Wir hatten es so verstanden, dass die Beschlussempfehlung zum Einzelplan aufgerufen war. Erstens gibt es keine Beschlussempfehlung, sondern eine Abstimmung. Das war aber schon passiert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Jetzt kann man über Motive streiten. Es kann ja sein, dass CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN bewusst einem Antrag zustimmen. Weil über die Begründung wird nicht abgestimmt. Die Motive spielen keine Rolle, sondern es gibt ein Abstimmungsergebnis. Und was jetzt nicht geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist aber auch in aller Deutlichkeit, dass hier in diesem Landtag, in dem Hessischen Landtag, so lange abgestimmt wird, bis es Fraktionen passt, meine sehr verehrten Damen und Herren, bis es Fraktionen passt. Und jetzt wird dann im Ältestenrat kommt dann die Kommentierung zu Artikel 88 der Hessischen Verfassung Zinnstein. Na ja, ob die jetzt ausdrücklich diesen Fall gemeint haben, das lassen wir mal dahingestellt. Jetzt kommt dann die Kommentierung, man sei Missverständnis, man hätte das nicht verstanden. Na ja, die FDP hat klar verstanden, dass sie diesem Antrag bewusst nicht zustimmen will.
Nein, aber das, was ich Ihnen intellektuell zutraue, Herr Kollege Hahn, und der FDP traue ich allen anderen Kolleginnen und Kollegen dieses Hauses genauso zu. An der Stelle traue ich Ihnen genauso zu, dass Sie das wissen. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, war nach unserer Auffassung der Tagesordnungspunkt 90 der Tagesordnung für die Plenarsitzung des Hessischen Landtags dieser Tage ein eigenständiger Tagesordnungspunkt. Über diesen eigenständigen Tagesordnungspunkt haben zumindest die Abgeordneten im vollen Bewusstsein abgestimmt. Warum sie ihm zustimmen, spielt an der Stelle keine Rolle. Da gilt das Recht des freien Mandates. Und jetzt, meine Damen und Herren, machen CDU und GRÜNE ein ziemlich abenteuerliches Verfahren. Nach Ihrer Argumentation können Sie das für jede Abstimmung demnächst anwenden, wenn es erheblich sei, wenn Sie etwas nicht klar verstanden haben. Und dann, meine Damen und Herren, führen wir parlamentarische Abstimmungen im Hessischen Landtag in der Tat zum Absurdistan. Und das ist jedenfalls mit uns nicht zu machen. Mit uns nicht zu machen. Weil das, was vorgekommen in diesem Landtag, ist richtig. Wir haben Abstimmungsergebnisse mal angezweifelt. Wenn mal nicht alle Reihen besetzt waren wie jetzt, sondern man gesagt hat, war das eine Mehrheit, dann hat der amtierende Präsident, Präsidentin gesagt, ich lasse das wiederholen, und dann war das Abstimmungsergebnis klar. Aber Sie bestreiten nicht das Abstimmungsergebnis. Sie waren mit dem Ergebnis inhaltlich nicht zufrieden. Und das ist etwas ganz anderes, und das können wir als Parlamentarier nicht akzeptieren, meine Damen und Herren. Können und wollen wir nicht akzeptieren. Und deswegen, meine Damen und Herren, der alte Grundsatz der CDU-Mehrheit ist Wahrheit, der gilt eben nicht überall, sondern wir geben uns Regeln im Hessischen Landtag. Und wir erwarten, dass Beschlüsse. Moment, Kollege Wolff, meine Damen und Herren, ich bitte Sie bei der Geschäftsordnungsdebatte um Aufmerksamkeit und auch etwas um Kontrolle bei den Zwischenrufen. Und deswegen, meine Damen und Herren, gilt das, was dieser Hessische Landtag beschlossen hat, es umzusetzen. Der Tagesordnungspunkt 90 war ein eigenständiger Tagesordnungspunkt. Für falsche oder nicht gewollte Abstimmungen sind nicht wir verantwortlich. Es gibt eine Mehrheit, und deswegen ist dieser Beschluss rechtsgültig, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus, zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als ich letzte Woche diesen Antrag formulierte, hätte ich nicht gedacht, dass der so prominent sozusagen hier in die Diskussion gerät. In der Sache, worum geht es? In der Sache, worum geht es? Es geht darum, dass wir einen Antrag eingereicht haben, unter Tagesordnungspunkt 90 hier auch entsprechend formuliert, den Personenkreis der Berechtigten für das Landesticket zu erweitern. Nun will ich gar nicht inhaltlich einsteigen, ich will nur, dass die Öffentlichkeit auch weiß, worum es hier geht, letztendlich auch inhaltlich, weil das ist ja schon, es ist ja auch in der Öffentlichkeit. Es gibt ja teilweise große Freude bei den Beschäftigten des Studentenwerkes. Herr Kollege Schaus, ich möchte Sie bitten, zur Geschäftsordnung zu sprechen und keine inhaltliche Debatte zu führen, sondern zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, ich wollte mit dieser Vorbemerkung nur die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, sozusagen, um welchen Sachverhalt es geht. Ich komme zur Geschäftsordnung und zur Geschäftsordnungsdebatte. Es ist jetzt vorgetragen worden von Ihrer Seite, und ich will ausdrücklich auch noch einmal bestätigen, dass wir das Vorgehen bei diesem Tagesordnungspunkt von Seiten des Präsidiums, von Seiten des amtierenden Präsidenten als völlig korrekt angesehen haben. Denn er hat, wie der Kollege Rudolph schon dargestellt hat, mit unserem Antrag den Tagesordnungspunkt 90 ausweislich des Protokolls auch aufgerufen. Wir hatten uns verständigt, dass neben den Einzelplänen auch zu den jeweiligen Einzelplänen weitere Tagesordnungspunkte hier in die Abstimmung heute Vormittag mit erfolgen. Ich lege Wert auf die Tatsache, weil das auch im weiteren Verfahren noch eine Rolle spielt, dass wir uns nicht im Tagesordnungspunkt 39 befunden haben, sondern in der Abstimmung der Einzelpläne, deren weitere Tagesordnungspunkte insgesamt 94, 91, 54 und 69, so ist es auch im Protokoll, auch stattgefunden haben. Nach der
Abstimmung, die möglicherweise seitens der Regierungsfraktion irrtümlich erfolgt ist, der Zustimmung zu unserem Antrag. Ich habe ja im ersten Moment gedacht, na ja, Sie haben es eingesehen und stimmen unserem Antrag zu. Ich habe jetzt erst später mitgekriegt, dass dem nicht der Fall ist. Aber nach dieser Abstimmung und diesem klaren Ergebnis gab es 14 weitere Abstimmungen. 14 weitere Abstimmungen, auch zu unterschiedlichen Tagesordnungspunkten, bis die Kollegin Dorn, und hier zitiere ich aus dem Protokoll, dann Folgendes reklamiert hat. Herr Präsident, wir bitten über Tagesordnungspunkt 90, also über unseren Antrag, noch einmal abstimmen zu lassen. Mit anderen Worten, selbst Kollegin Dorn war zu diesem Zeitpunkt der Meinung, dass wir einen eigenständigen Tagesordnungspunkt 90 hatten und nicht, wie jetzt als Begründung herhalten muss, für die Wiederholung der Wahl der Tagesordnungspunkt 39. Herr Präsident, mit Verlaub, ich betrachte das als eine willkürliche Auslegung, weil diese Auslegung, wenn 14 Abstimmungen schon erfolgte. Herr Kollege Schaus, ich gehe nicht davon aus, dass Sie die vorgetragene Meinung des Präsidenten hier kritisieren wollen. Denn sonst müsste ich Ihnen das Wort entziehen, weil der Präsident nicht in der Sitzung kritisiert werden darf. Das wissen Sie. Herr Präsident, ich kritisiere die Diskussion, die wir im Ältestenrat geführt haben, in anonymisierter Weise. So. Und, ich will an dieser Stelle, weil ich nur noch eine Minute Zeit habe, deutlich machen, auch für die Öffentlichkeit, was diese Entscheidung jetzt letztendlich sozusagen bedeutet. Weil sie bedeutet in zukünftigen Fällen, dass immer dann, auch wenn Tagesordnungspunkte schon verlassen wurden und weitere aufgerufen wurden, eine Abstimmung, die möglicherweise irrtümlich erfolgte, dann wieder zurückgeholt werden kann, also möglicherweise Stunden später. Das halte ich für verfassungsrechtlich nicht korrekt. Und deshalb werden wir in dieser Frage auch prüfen, inwieweit wir den Staatsgerichtshof mit dieser Angelegenheit befassen. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat die Frau Kollegin Dorn zur Geschäftsordnung. Man hört mich nicht. Nochmal, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist nicht das allererste Mal hier im Hessischen Landtag, dass bei einer Abstimmung ein Missverständnis entstanden ist. Es ist schon mehrfach und wahrscheinlich allen Fraktionen hier passiert. Und auch wir hatten heute ein Missverständnis über die Abstimmung. Am Ende des Tagesordnungspunktes habe ich mich dementsprechend pflichtgemäß gemeldet und habe über eine Wiederholung dieser Abstimmung darum gebeten. Normalerweise behandeln wir solche Punkte sehr solidarisch, kollegial untereinander. Es ist sogar schon. Es gab schon sogar einmal die Fälle, da haben wir rübergerufen, hey, Vorsicht, ihr stimmt gerade falsch ab. Das ist schon häufig passiert. Heute, wir haben vorweihnachtliche Zeit. Heute lief es nicht so. Ist aber auch kein Problem. Wir können es auch gerne rechtlich, juristisch sauber machen. Und insofern kann ich gerne zitieren aus der Kommentierung von Zinnstein zu Artikel 88 der Landesverfassung. Da findet sich unter Nummer 6 der Hinweis. Nach parlamentarischer Praxis kann eine Abstimmung nur wiederholt werden, wenn entweder auf Seiten der Abgeordneten, z.B. wegen Missverstehens der gestellten Frage, ein Irrtum über den Inhalt der Abstimmungserklärung vorgelegen hat. Wenn Abgeordnete also anders abgestimmt haben, als sie abstimmen wollten. Genau der Fall war bei uns hier. Dann haben Sie gesagt, Herr ein Kollege von der SPD, dass man dann dauernd abstimmen könnte. Nein, natürlich ist es juristisch sehr sauber geklärt, wann man so eine Abstimmung wiederholen kann. Man kann eine Abstimmung nur wiederholen, wenn der Irrtum für das Abstimmungsergebnis erheblich ist. Das ist es, weil es wäre ja normalerweise der Antrag nicht angenommen worden. Und wir waren hier in Haushaltsfragen. Dann ist die Bedingung, wenn er sofort, das heißt spätestens bis zum nächsten Tagesordnungspunkt, bemerkt wird. Wir waren gerade in der Gesamtabstimmung der Einzelpläne, das heißt der Tagesordnungspunkt 39. Bevor dieser Punkt 39 entsprechend
beendet worden ist, habe ich mich entsprechend der Geschäftsordnung gemeldet. Ich habe also mich sofort entsprechend bis zum nächsten Tagesordnungspunkt habe ich es bemerkt, haben wir es bemerkt, und wir haben uns gemeldet. Insofern ist auch rechtlich alles entsprechend in Ordnung. Das hat ja auch entsprechend der Präsident hat auch gerade gesagt, der Präsident teilt die Meinung, dass wir uns im Tagesordnungspunkt 39 befunden haben. Insofern lassen wir es bitte einfach die Abstimmung wiederholen. Und ansonsten wünsche ich uns ein entspanntes Plenum. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Bellino zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es ist falsch, wenn hier zwei Vorredner den Eindruck erwecken wollen, Herr Schaus und Herr Rudolph, es wäre dann so, dass man abstimmen würde, bis das Ergebnis passen würde. Das ist falsch. Das hat auch niemand gefordert, und das gibt auch die Kommentierung und die Gesetzeslage nicht her, sondern es ist eindeutig geregelt, wenn ein Missverständnis vorliegt oder wenn ein Abstimmungsergebnis angezweifelt wird, dann kann man einmal abstimmen. Man muss sogar einmal abstimmen. Und das geht auch nur dann, wenn man sich noch in dem Tagesordnungspunkt befindet. Und wir hatten das im Ältestenausschuss auch in aller Ruhe dargelegt, dass das auch keine einmalige Angelegenheit ist, auch wenn Sie sich darüber jetzt freuen und wir uns darüber zugegebenermaßen ärgern, dass dieses Missverständnis entstanden ist. Aber das gab es schon häufig, dass Oppositionsfraktionen falsch abgestimmt haben aus deren Sicht. Und dann haben wir, Frau Kollegin Dorner und ich, kollegial gesagt, dann machen wir es halt gerade noch einmal, damit eben das Abstimmungsverhältnis, wie es sich einzelne Fraktionen wünschen, in dem Plenarprotokoll entsprechend aufgeführt sind. Also, es ist nichts Einmaliges, sondern, will ich sagen, das ist auch nicht normal. Es kann aber passieren, dass solche Fehler vorkommen, und dann haben wir das bisher in diesem Hause kollegial geregelt. Denn es ist doch auch klar, dass wir diesem Antrag, das hat doch auch die Debatte am gestrigen Tag gezeigt, inhaltlich eben nicht zustimmen können. Dann tun Sie doch jetzt nicht so überrascht, dass wir dann über Nacht gesagt haben, ach, dann stimmen wir halt mal einem Antrag der LINKEN zu. Das konnten wir doch nicht erwarten, auch aufgrund der Debatte, die in der Sache vorher geführt wurde. Ich möchte schon noch einmal darauf hinweisen, dass wir uns noch in dem Tagesordnungspunkt 39 befunden haben, dass der Haushaltsplan in den Einzelplänen eben noch nicht zur dritten Lesung in die Ausschüsse, in den Ausschuss übersandt wurde oder zurückverwiesen wurde zur weiteren Beratung, sondern dass wir noch in der Debatte zu dem Tagesordnungspunkt 39 waren. Und ich habe es im Ältestenausschuss auch mehrfach gesagt, Frau Kollegin Dorn kam zu mir. Wir haben dann hier bewusst entschieden, wir steigen jetzt nicht mit einer Geschäftsordnungsdebatte ein in der ganzen Abstimmungsarie der einzelnen Einzelpläne und der einzelnen Initiativen, die dazu aufgerufen wurden, sondern wir warten bewusst bis zum Ende dieses Abstimmungsmarathons und weisen dann darauf hin, dass wir diesen einen Abstimmungsprozess noch einmal wiederholen wollen, weil wir es missverstanden haben. Das ist der Sachstand, und das haben wir in aller Freundschaft und Deutlichkeit vorhin entsprechend dargelegt. Teile der Opposition sehen dies leider anders. Wir können das auch nur noch einmal wiederholen, dass es ein Missverständnis war und dass wir dies, wie es die Geschäftsordnung vorgibt und wie es auch die Kommentierung regelt, sofort aufgezeigt haben und deshalb darum gebeten haben, die Abstimmung zu wiederholen. Das ist schon mehrfach passiert, wenn Sie das jetzt hier so hochspielen. Dann liegt das an Ihnen, aber wir haben uns, außer dass wir dieses Missverständnis zu verantworten haben, nichts weiter vorzuwerfen. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Jürgen Lenders, FDP, zur Geschäftsordnung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vielleicht auch für die Zuschauer auf den Tribünen und für die Gäste, die uns hier zuschauen, zum Verständnis. Wir haben eine Sitzungswoche schon hinter uns und auch noch ein bisschen vor uns, wo ich sage, solange wie ich in diesem Parlament bin, das habe ich noch nicht erlebt. Das ist wirklich eine Mammut-Sitzungswoche. Und genauso waren wir dann auch bei den Abstimmungen in einer Mammut-Abstimmungsverhalten. Also von daher, für die Zuschauer muss man verstehen, dass bei solch einer Abstimmung Fehler passieren. Und das ist nicht das erste Mal, das hat der Kollege Bellino auch gesagt. Das ist alles menschlich, das kann passieren. Und es ist auch geübte Praxis, dass sich dann
die parlamentarischen Geschäftsführer verständigen, wie gehen wir denn jetzt damit um. Meistens passiert das auf einem kleinen Dienstweg. Es ist hier die Situation etwas anders. Und am Ende, die Frau Dorn hat ja, aus der Verfassung die Kommentierung der entsprechenden Stelle ja eben schon einmal herausgenommen. Und, wenn man das einmal runterbricht, Frau Dorn, dann muss man zu einem Punkt kommen, sind wir in der Frage in dieser Mammutabstimmung noch in einem geschlossenen Tagesordnungspunkt, ja oder nein? Wir haben bei uns in der Fraktion viele Juristen. Da kann man die Dinge so und so sehen. Es ist an der Stelle hilfreich. Meine Damen und Herren, zum Verständnis, wenn wir die Einzelpläne aufrufen und dann sagen, wir holen den einzelnen Tagesordnungspunkt, den einzelnen Antrag damit rein, kann man die Auffassung verstehen, so, wir springen dann jedes Mal bei der Abstimmung aus dem eigentlichen Tagesordnungspunkt raus und dann wieder rein. Das kann man so lesen. Oder man kann sagen, diese Anträge werden dann zu einem geschlossenen Tagesordnungspunkt. Meine Damen und Herren, all das müssen wir jetzt gar nicht mehr entscheiden, weil das hat der Sitzungspräsident entschieden, und dem sollten wir Respekt zollen. Ich habe Ihnen im Ältestenrat den Vorschlag gemacht, um einen Streit jetzt aus dem Wege zu gehen. Ich kann mir jetzt eigentlich nicht ernsthaft vorstellen, dass wir wirklich deswegen jetzt zum Staatsgerichtshof laufen wollen. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen den Vorschlag unterbreitet, einen dringlichen Entschließungsantrag heute einzubringen und damit diese Entscheidung wieder aufzuheben. Es wäre nach wie vor für mich der beste Weg, um das ganz sauber zu machen. Meine Damen und Herren, aber ansonsten sollten wir wirklich nicht anfangen, die Entscheidungen der Sitzungspräsidenten infrage zu stellen. Denn sonst kann es passieren, dass wir hier noch sehr oft und sehr lange tagen müssen und uns an vielen Stellen streiten, was wirklich nicht nötig ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Lenders. Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Wiederholung der Abstimmung. Ich rufe auf den Dringlichen Antrag der Fraktion DIE LINKE, 19-5766. Wer ihm seine Zustimmung gibt, den bitte ich um das Handzeichen. Gegenstimmen? Gegenstimmen von CDU und BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN. Enthaltungen? Bei Enthaltung der FDP und bei Nichtbeteiligung von SPD und Fraktion DIE LINKE. Jetzt habe ich und die Frau Öztürk. Jetzt habe ich zwei Wortmeldungen, die sicherlich als Erklärung zur Abstimmung nach 88 vorgesehen sind. Zunächst der Kollege Rudolph und dann der Kollege Schaus. Zur Erläuterung, meine Damen und Herren, nach 88 unserer Geschäftsordnung. Jede Fraktion hat das Recht, ihre Abstimmung zu begründen. Die Erklärung darf die Dauer von 5 Minuten nicht überschreiten. Bitte sehr. Herr Präsident, oder auch das Nichtabstimmen, das umfasst das auch für die, die diese Geschäftsordnung auch verstehen. Meine Damen und Herren, ich will das Abstimmungsverhalten der SPD-Fraktion darlegen. Wir sind der Auffassung, der heute Vormittag getroffene Beschluss zu dem Antrag 90 ist rechtmäßig zustande gekommen. Deswegen gibt es nach unserer Auffassung keine Grundlage dafür, die Abstimmung zu wiederholen. Deswegen haben wir uns auch an dieser wiederholten Abstimmung, die wir für rechtswidrig halten, nicht beteiligt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zweitens. Die Kollegin Dorn hat die Kommentierung zu Artikel 88 der Verfassung zitiert mit dem Irrtum. Übrigens wird, Sie müssen dann auch alles zitieren, ein Irrtum und Motiv rechtfertigt nicht die Aufhebung von Beschlüssen. Das will ich, dass es auch im Protokoll des Hessischen Landtages drinsteht, denn Sie haben das offensichtlich aus inhaltlichen Gründen ja so angelegt. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, war der erste Beschluss nach Auffassung der SPD-Fraktion von heute Morgen rechtmäßig zustande gekommen und hat Wirkungskraft erzielt. Und deswegen haben wir uns an der Abstimmung, die wir für falsch halten und rechtswidrig halten, nicht beteiligt. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Herr Kollege Hermann Schaus hat das Wort.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Auch wir sind der Auffassung, dass eine rechtsgültige Entscheidung heute Morgen zustande gekommen ist. Diese hätte nur über den Weg aufgehoben werden können, den Herr Lenders eben noch einmal skizziert hat. Diesen Weg wollte, oder diesen blamablen Weg wollte die Koalitionsmehrheit offensichtlich nicht gehen. Das rechtfertigt aber unserer Meinung nach nicht eine erneute Abstimmung. Deswegen hat sich meine Fraktion, unsere Fraktion auch hier nicht an dieser Abstimmung beteiligt, weil das rechtmäßige Ergebnis heute Vormittag zu Tagesordnungspunkt 90, wie gesagt, schon entschieden wurde. Lassen Sie mich an dieser Stelle, ich hoffe mit Erlaubnis von Ihnen, Herr Präsident, nur nochmals aufzeigen, dass wir der Auffassung sind, dass der Weg, der jetzt hier gegangen wurde, mit einer erneuten Abstimmung, nachdem schon der Tagesordnungspunkt eindeutig nach dem Wortprotokoll verlassen wurde, eine Frage ist, die von so großer rechtlicher Bedeutung hat. Nicht der Fall, aber diese Frage, wann und wie lange, bis zu welchem Zeitpunkt kann eine Abstimmung wiederholt werden, ist für uns eine zutiefst demokratisch-parlamentarische Grundsatzfrage, die unbedingt geklärt werden muss. Vielen Dank, Herr Kollege Schaus, für die Erklärung. Damit ist diese Angelegenheit abgeschlossen.